Hallo, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge. Und ich weiß gar nicht, wie ich diese Folge wirklich aufbauen soll. Ich habe keine Ahnung. Es geht um ein Thema, was eigentlich nicht gut ist. Ich möchte über das Thema Raubkopien in der PS1-Zeit sprechen. Gehörte halt dazu bei der PS1. Ne? Jeder wollte eine PS1 mit eingebautem Chip für Importe. Und das war bei mir genauso. Und früher als Kind sind wir eigentlich fast jedes Jahr in die Türkei geflogen. Ja, Urlaub halt, Familie besuchen und so weiter. Das war halt eine schöne Zeit. Ne? Das war halt eine schöne Zeit. Und zu der Zeit, als die PS1 rauskam, 97, 98, 99 rum, zu diesen Zeiten, als wir dann im Urlaub in der Türkei waren, gab es halt wirklich ja, kopierte und gebrannte Spiele für die PS1. Und die waren zu 99%, eigentlich immer, waren das solche Players-Spiele für die PS1. Also da war kein PlayStation-Logo, sondern ein Players-Logo. Vielleicht sagt euch das noch was. Der eine oder andere wird es kennen. Das Lustige ist, dieses Players-Logo ist auch ein ja, Rip-Off von den Indian Pacers, von der Basketballmannschaft. Und ich denke mal, das haben die gemacht damals, um ja, Copyright-Strikes zu entgehen oder wie, keine Ahnung, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ich habe hier sogar ein paar von diesen Dingern noch ausfindig machen können. Das sind jetzt nicht mehr die, die ich damals aus der Türkei mitgebracht hatte. Diese Sachen dienen auch wirklich nur zu Showzwecken. Also das ist jetzt nicht etwas, was ich gut reden möchte in per se. Also das ist kein Glorifizieren von Raubkopien, sondern das dient jetzt wirklich nur als, ja, sagen wir mal, geschichtliches Anschauungsmaterial, können wir das mal so nennen. Also, ich habe, das war in der Gruppe bei uns im Facebook, da hat ein Kollege, und das ist auch so ein bisschen mitunter der Grund, warum ich so dieses Video mache, der hat da so zwei Spiele gepostet gehabt. Das eine davon war kein Players-Spiel übrigens. Das kann ich mal kurz in die Kamera halten. Das war Ray Crisis, das ist auch eine Raubkopie. Habe ich aber original alles, keine Sorge. Hat alles seine Legitimität. Und hier sieht man, dass das ein, ja, eine Kopie ist. Aber die Kopien, die ich meine, das sind die Players-Kopien. Das sieht man hier. Jetzt haben wir hier eins von VIP. Das Spiel von oder mit Pamela Anderson. Und das ist das Logo. Ich werde das alles nochmal vernünftig einblenden. Und ja, so waren die Spiele damals. Die waren in so CD-Hüllen mit schön ausgedruckten Covern. Die waren von der Qualität her echt nicht schlecht gemacht worden. Die Spiele Discs waren genauso. Dann auch die Cover. Meistens waren das dieselben Cover, die man auch vorne gesehen hat. Aber was mir damals schon immer aufgefallen ist, die haben auch auf der Rückseite, wo die CDs beschrieben wurden, Logos per, keine Ahnung, damals oder später kam ja diese Lightscribe-Laufwerke und das müssen die damals, ich weiß nicht, wie lange das schon diese Dinger gibt, aber damals mussten sie das auch schon haben, denn die haben hier tatsächlich noch, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, Logos mit drin gehabt und den Namen des Spiels. Kann man das dann erkennen hier? Dreh das mal ein bisschen. So, dann sieht man da, glaube ich, das PlayStation-Logo sogar noch ein bisschen. Dann den Namen des Titels. Da VIP und da sieht man das PlayStation-Logo. Das war schon cool gemacht. Und diese Spiele oder beziehungsweise dieses Pack, was so ein Sammlerkollege angeboten hat. Da, übrigens hat er es nicht verkauft, sondern er hat es gegen Versandkosten. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Und ich habe aber selber noch ganz viele gefunden gehabt. Auf dem Flohmarkt findet man die auch immer mal wieder. Ja, da hast du dann diese, überall diese Players-Logos. Und jedes Mal, hoppala, jedes Mal, wenn ich diese Spiele da gefunden habe auf dem Flohmarkt, immer wieder ein Flashback zurück in die Türkei. Ja. Und ja, das. Und deswegen, also klar, Raubkopien, doof. Auch heutzutage ein großes Problem immer noch, leider. Damals als Schüler
ist natürlich jetzt keine Rechtfertigung oder Entschuldigung oder wie auch immer, es ist nur eine Erklärung. Man hatte halt kein Geld und so weiter und so fort. Und dafür hatte man aber halt, ja, massig Spiele durch die Kopien halt. Und ja, das war schon cool. Also die haben mich echt so schlecht sie auch sind, haben sie trotzdem Erinnerungen bei mir hervorgebracht. Erinnerungen an eine Zeit ohne Probleme und Sorgen des Alltags. An eine unbeschwerte Zeit, als wir unsere Freunde und Familienangehörige besucht haben. Erinnerungen an Orte, an die man gerne gegangen ist, Farben, die man gerne gesehen hat, Gerüche, die man gern gerochen und Geschmäcker, die man gern geschmeckt hat. Erinnerungen an eine Zeit, als noch Menschen da waren, die man geliebt hat. Nicht falsch verstehen, man denkt natürlich immer mal wieder an sie, aber manchmal geht das in der Hektik des Lebens unter und wir brauchen einfach einen kleinen Katalysator, dass das Neblige im Kopf zu etwas Brauchbarem formen kann und wir uns hinsetzen, die Augen schließen und die Show genießen können, um uns selbst etwas Gutes zu tun. Einfach einmal abschalten und die Batterien aufladen.